Das Weihnachtsshopping-Fieber hier in Heidelberg-Rohrbach erreicht heute seine Höchsttemperaturen. Der Parkplatz ist rappelvoll, die Kunden in Last-Minute-Kaufstimmung, damit fürs große Fest alles bereit liegt. Raclette, Zubehör, Weißweine für Glühweine, Wurst, Käse, Schinken, Butter, so das Obst, Gemüse, also das volle Programm. Auch der DM-Drogeriemarkt ist heute mehr als ausgelastet. Filialleiterin Sabina Müller und ihr Team haben sich für den Ansturm gewappnet, denn heute gibt es viel zu tun. Ich sag immer, wir sind eigentlich Mädchen für alles hier. Von Kassieren über Ware verräumen, Kunden beraten, die Filiale auch aufräumen, wenn Abverkauf stattgefunden hat. Dass besonders im Weihnachtsgeschäft alles reibungslos klappt, ist für den Einzelhandel unverzichtbar. Mehr Mitarbeiter als sonst sind unermüdlich im Einsatz, denn es ist einfach die umsatzstärkste Zeit. Also wir haben in keinem anderen Monat so viel Umsatz pro Tag wie im Dezember. Und klar, jeder Einzelhandel will ja auch wirtschaftlich sein und da ist der Dezember einfach sehr, sehr wichtig. So 2000 bis 2500 Kunden laufen hier heute bestimmt durch. Ja. Also es wird nicht langweilig für uns. Wir freuen uns. 20 Paletten an Ware wurden heute Vormittag in die Filiale geliefert. Bis Heiligabend um 13.30 Uhr, wenn der Markt schließt, muss alles verräumt sein. Doch die beliebtesten Produkte sind bereits vergriffen. Das Weihnachtsgeschenkpapier, wir sind tatsächlich schon leer. Wir haben kein Weihnachtspapier mehr, das ist so die Topfrage. Von den normalen Drogerieartikeln sind tatsächlich aktuell unsere Taschentücherboxen, weil wirklich so viele Menschen scheinbar einfach krank sind. Wer etwas ganz Persönliches schenken möchte, ist hier ebenfalls bedient. Ich suche ganz dringend meine Kalender, die ich gestaltet habe für die Großeltern. Und genau, hoffe ich, werde ich heute noch fündig. Auch die anderen Kunden sind auf ihrer ganz persönlichen Weihnachtsmission. Haben Sie denn schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Ja, fast. Ja, fast nicht alle, aber ich versuche es bis morgen, das alles zu erledigen. Ja. Und wie erleben Sie den Shopping-Tag? Viel los. Eigentlich auch viel zu voll, um ehrlich zu sein. Aber wir haben alles bekommen. Auch für die Mitarbeiter des Drogeriemarktes steht heute ein stressiger Tag an. Viele Kundenwünsche und oft zu wenig Verständnis für die Verkäufer. Für jeden ist es eine stressige Zeit, für die Kunden, aber auch für uns Mitarbeiter, weil wir sind alle gleiche Menschen. So wie man behandelt werden will, sollte man auch andere Menschen behandeln. Und das gilt auch in der Weihnachtszeit. Nun ist Endspurt angesagt. Der Einzelhandel schließt morgen Mittag seine Pforten. Sabina Müller hat noch einen Tipp für den morgigen Einkaufstag. Viele Geschäfte, wir ja auch, öffnen morgen früh schon um 7 Uhr. Also wenn Sie einen leeren Laden haben möchten, sei es zum Lebensmitteleinkauf oder im Drogeriemarkt, kommen Sie doch einfach um 7 vorbei. Wir sind da. Bis morgen Abend liegen dann hoffentlich alle Geschenke schön verpackt unter dem Weihnachtsbaum. Christmas Day.